große Headline, wirklich weltweit, international news. First ever kann es die Möglichkeit sein, super, super krass, ein Rochen wurde von einem Hai geschwängert. Rackelrochen. Ist das dann ein Hai? Komm, haut schöne Namen raus, wie eine Mischung aus Rochen und Hai aussehen würde. Was wäre denn eine Mischung, ein geiler Name für eine Mischung aus Rochen und Hai? Haichen. Geisterhai, Flunder halt. Hochen. Ha, Hochen. Rachen. Ah, ihr seid so geil. Okay, sehr gut. Ja, der Rackelrochen. Gut. Roy, Hai. Sting Shark. Joch, meine Güte. Was ist los mit euch? Komm, ich zeig euch die News hier. Bubs, das war überall. Wir dachten, sie hat Krebs. Der einzige Stachelrochen in einem Aquarium ist schwanger, vermutlich von einem Hai. Immer wieder kommt es vor, dass sich Tiere in Gefangenschaft selbst befruchten. Bei einem Stachelrochen in einem Labor in North Carolina haben die Forscher nun aber einen ganz anderen Verdacht. Wir begannen mit Ultraschallaufnahmen von unserem Rochen Charlotte, weil sie plötzlich anschwoll. Also wenn jemand einen Rochen sieht, der so aussieht, ich habe das schon oft erklärt, und ihr wisst es, wenn der Rochen einen richtigen Hump hier hinten kriegt, Love Handles, so einen richtigen Bub, sitzen da kleine lebendige Rochenbabys drin, dann ist die Olde ist dann schwanger, ne? Oder was? So, ich habe den Aquariumstierarzt Dr. Rob dazu geholt. Nicht Dr. Bob, sondern Dr. Rob. Aquariumstierarzt, Alter. Naja, gut. Und er hatte die Auswüchse als Eier identifiziert. Die Mitarbeiter des Aquariums waren überrascht, denn wir haben keinen männlichen noch. Wie kann das sein, dass Charlotte schwanger ist? Zack, frag doch mal Maria. Oder was, die verleihen noch viel fantastischer klingen macht. Selbstbefruchtung, Parthenogenese. Naja, anyway, es waren viele Headlines weltweit, der Rochen. Es wurde viel spekuliert. Sogar hier, ich sehe das ja gar nicht, weil ich da drüber bin. Ich rutsche nach unten, Achtung, so. Stachelrochen Charlotte ist schwanger, aber nicht von einem Männchen. Tja, Männers, sind wir wohl doch nicht so wichtig auf der Welt. Gut. Also wir sehen hier unten Charlotte in ihrem scheiß kleinen Aquarium. Hier ist noch so ein warzenhöckriger Seestern da hinten. Kleines Koralle, bisschen Sand, dies, das. Und Charlotte ist offensichtlich schwanger. Die Frage ist, wie kann das sein ohne Männchen? Der Spiegel schreibt, Stachelrochendame Charlotte lebt in einem Aquarium in North Carolina seit mindestens 8 Jahren ohne Männchen der gleichen Art. Und doch ist sie nun mit bis zu 4 Jungtieren trächtig und könnte in den kommenden Tagen gebären. Okay, das ist erstmal nicht ungewöhnlich, denn die könnte ja auch schwanger gefangen worden sein und ins Aquarium gebracht werden, 8 Jahre sprechen natürlich dagegen. Die könnte aber auch in einem Rezeptarium Seminis Sperma gespeichert haben und nur auf den richtigen Moment gewartet haben, um sich selbst damit zu befruchten. Möglich, gibt es bei einigen Tieren, gibt es auch bei Fischen. Es könnte sich heimlich ein Rochen aus dem anderen Becken reingesneakt haben und unwahrscheinlich. Aber wie ist sie denn nun schwanger? In diesem Becken leben, laut meiner Information, auch 2 Haie, die haben auch irgendwie Namen. Was waren es? Irgendwelche Bambushaie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das hier noch steht. Wir gucken uns mal durch. Ob es einen dazugehörigen Vater gibt und wer das sein könnte, ist aktuell unklar, wie bei vielen auf RTL 2, und regt die Fantasie mancher Menschen an. Teils wird etwa über Parallelen zur Weihnachtsgeschichte spekuliert. Erblicken hier bald kleine Jesusrochen das Licht der Welt. Jochen. Oder kommen andere Aquariumbewohner in Frage? Aquarienbewohner in Frage. Das Becken teilte sich Charlotte, teilte sich das etwa nicht mehr, mit 5 kleinen Haien. Ach, sind sogar 5. Katie Lyons, Wissenschaftlerin vom Georgia Aquarium in Atlanta, hält eine Paarung mit den Tieren jedoch für fast ausgeschlossen. Fast ausgeschlossen. Wie eine zweite Weihnachtsgeschichte. Abgesehen davon, dass die Tiere unterschiedlich groß sind, passen sie anatomisch nicht zusammen. Auch die DNA sei nicht kompatibel. Wir sollten klarstellen, dass hier kein Hai-Rochen-Unfug getrieben wurde, sagte Lyons. Manchmal frage ich mich, ob ich hier eigentlich beim Postillon bin. Freunde, meine Güte. Ja, wer zahlt jetzt den Unterhalt? Der Aquaristenbetreiber. Also, mir ist nicht bekannt bis heute, dass jemals ein Hai einen Rochen befruchtet haben könnte. Das wäre in etwa so, als ob ein Gorilla einen Orang-Utan befruchten würde. Meines Erachtens nach nicht möglich. Sind 2 unterschiedliche Arten. Das ist die Definition einer Art. Eine Tierart ist eine Art, sind Individuen, die sich untereinander fortpflanzen können. Obacht, ja. Es gibt auch 2 unterschiedliche Arten, wie das Maultier entstanden ist, ne? Esel und Pferd. Aber kann sich das Maultier dann fortpflanzen? Also, eine Art sind Individuen einer Gruppe, die sich untereinander fortpflanzen und fertile, fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen, ja. Und das sehe ich hier nicht. Wahrscheinlich wäre
Parthenogenese. Wir merken uns bitte diesen Begriff Parthenogenese, ja? Damit gemeint ist eine eingeschlechtliche Fortpflanzung, bei der sich die Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen entwickeln. Normalerweise Eizelle, Sperma und dann Bumsfallerei, ja? Wie bei Menschen auch. Ein Männchen ist für diese Art der Fortpflanzung nicht nötig. Interessant. Bekannt ist das Phänomen etwa von Insekten, Vögeln oder Reptilien. Ich finde es bei Vögeln schon krass. Also Insekten, Reptilien kann man sich irgendwie vorstellen, Fische vielleicht auch noch. Aber ich finde es krass, dass Vögel sich selbst befruchten können, beziehungsweise ihre Eizellen selbst befruchten können und dann Nachkommen erstellen. Das ist doch abgefahren, findet ihr nicht? Und das gibt es bei Vögeln, habe ich gelesen. Alter, Antenkondore, Geier, Hühner, die können das. Wie krass ist das denn? Findet ihr das nicht krass? Parthenogenese. Jungfernzeugung wäre der deutsche Begriff dafür, ja? Ich find's abgefahren. Bereits nachgewiesen. Allerdings, bei Stachelrochen der Art, der Charlotte angehört, ist die Fortpflanzungsart laut Lyons bisher nicht bekannt. Ja, so what? Aber andere Rochen können das. Haie können das. Ach, scheiße, jetzt kommt der erste Moment, wo ich mal sage, dafür sind die Aquarien denn tatsächlich gut, weil dann weiß man wenigstens, was Phase ist. Also in den Aquarien hat man das, ist mir bekannt, festgestellt, weil da hält man Haie oder Rochen und bups, auf einmal ist einer schwanger, obwohl es kein Männchen dazu gibt. So, die Erklärung ist, entweder frisch gefangen oder schon schwanger gefangen oder später befruchtet und Sperma gespeichert oder eben Parthenogenese, Jungfernzeugung. Und das ist mir bekannt für irgendwelche Bambushaie, für einen Zebrahai, für andere Rochenarten, für sogar einen Hammerhai, Bonnethammerhead Shark, glaube ich, der auf einmal Jungfern gezeugt hat. Das ist bei Haien und Rochen auch nicht so lange bekannt. Lass das, also meine Haibücher, da steht das noch nicht drin. Ich würde sagen, so 15, 20 Jahre, länger nicht. Das Leben findet einen Weg, wie bei Jurassic Park. Da haben wir es doch erlebt. Eine der besten Dokumentationen der Welt. Mehr dazu auf Spiegel. Gut, also ihr seht schon, viele Leute haben sich damit beschäftigt. Achso, irgendwelche Bilder. Ah, da sieht man mal das Rochenweibchen, sehr schön zu erkennen. Da, das ist ein Weibchen. Ein Männchen hätte hier hinten, wir machen ja mal Anatomieunterricht, zwei Penisse raushängen. Rochen und Haie und Chimänen haben ja zwei Penisse. Die sogenannten Klaspern, die da rumpimmeln. Ha! So. Und die Charlotte sieht eigentlich nicht aus wie so ein richtiger Stachelrochen, die sieht eigentlich eher aus wie so ein Torpedorochen, ist aber ein Stachelrochen. So, gut, alles klar. Bub, hier sehen wir nochmal, ihr seht es schon wieder nicht, gell? Weil ich es schon wieder verdecke. Die Artikel, Smithsonian Magazine, da ist die Charlotte in ihrem scheiß Aquarium mit ihrem Hump. Also, sie ist übrigens ein Rust-Colored Round Stingray. Das ist die Art. Phenomenon, Baffling, Aquarium Stuff. Ja, also ich wäre nicht gebaffelt gewesen. Ich hätte mich gefreut. Geil, Alter. Jungfernzeugung, dies, das. Ich habe mehr Rochen, die kann ich verschenken, verkaufen. Und wir kommen natürlich überall in die Nachrichten, dann kriegen wir ganz, ganz viele Besucher. Jetzt überlege ich gerade mal, habe ich das selber erlebt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte immer nur Eiern von Fischen. Von Haien auch natürlich, von Katzenhaien, von Rocheneier, Rochen lebendig. Ja, ja, ja. Aber nicht. Parthenogenese habe ich selber nicht gehabt in all den Jahren der Aquaristik. Nee. Mm-mm. Ich überlege gerade. Aber nee, habe ich nicht gehabt. Okay. Bla bla bla, steht hier noch irgendwas drin, was für uns wichtig ist. Sie ist 12 bis 16 Jahre alt. She has inhabited the same space as two male white-spotted bamboo sharks. Alter, die habe ich sogar gehalten. Das sind, haben wir hier mal ein Bild irgendwo vielleicht? White-spotted bamboo shark? Nee, nur Autos. Warte, ich guck mal ganz kurz, ob ich eins finde. Hier sieht man den white-spotted bamboo shark. Ey, eigentlich ein geiler Hai habe ich gehalten, Ohren im Pippi-Aquarium. Ich glaube nur, ich müsste lügen, ich glaube 6500 Liter. Da hatte ich zwei White-Spotted Bamboo Sharks von, ey, die waren also gute 1,20, würde ich sagen. Also die waren riesig für ihre Art. Ich weiß auch nicht, warum die bei uns so groß geworden sind. Eigentlich wären die nur maximal einen Meter oder so. Und die waren, ja, vielleicht 1,10. Also sie waren über einen Meter und davon hatte ich zwei. Und die lagen immer nur hinter den Korallenblöcken. Hat nie einen Besucher gesehen, die sind immer nur zum Füttern rausgekommen, völlig sinnloser Hai für die Aquaristik. Aber habe ich gehalten. Ja, so ist es. Anyway, die sollten dann nun Charlotte befruchtet haben. Das ist ja totaler Scheiß, so ein Quatsch. Wer glaubt denn sowas? Welche? Oh, Leute, nehmt, wenn ihr sowas lest und schreibt Instagram-Kommentare darunter, weil einfach, es ist einfach Quatsch. So, und jetzt hören wir uns mal die Meinung einer Marine Biologist-Frau an. Also echte Experten, nicht so Leute wie ich. Und gucken, was sie dazu zu sagen hat. Zur Parthenogenese von Charlotte. Gehen wir rein. War es nun der Hai, war es Charlotte oder war es der Aquarienbetreiber? Wir werden es rausfinden. Can a shark get a stingray pregnant? No. Bis zum nächsten Video. Bis dann. I'm KP. I'm a marine biologist and lately I've been debunking a lot. Oh, gucken wir jetzt hier ein Marine Biologist Video, die mit Tieren in Gefangenschaft arbeitet, so wie ich früher? Naja, gut, okay. Wir lassen das heute mal durchgehen. Questionable science found on social media. Everyone is talking about how a female stingray who hasn't lived with a male stingray in over 8 years has found herself
pregnant. Ach so, soll ich euch vielleicht mal die Übersetzung anmachen? Wir wissen ja, dass der sehr, sehr gut ist bei YouTube. Well, she doesn't live with any male stingrays. She does live with two male sharks. Ah, da sieht man auch die Bambushaie. Named Larry. Mo. Some sources are... Sehr important. Larry und Mo, die zwei Bambushaie. ...stating that one of these sharks could be the father and that we might see the very first ever shark... Boah, diese Bilder habe ich dann auch gesehen. Dann haben die so Chimärenkreaturen kreiert, wo ich dann denke, dabei ist alles ganz einfach. Es ist die Parthenogenese. Hybrid or Sting Shark. Oder was? Der Postbote. Der Sting Shark. Well, gut. But the truth is actually much wilder. Charlotte is a species of ray known as a round stingray or the California stingray because it's found in the coastal waters of the tropical and subtropical parts of the North Pacific Ocean, most commonly around Southern California and the Baja Peninsula. Because of their hardiness, small... Dieses Angetatsche im Aquarium kotzt mich schon immer an. Guck mal, die ist doch schwanger, lass sie mal in Ruhe. Und das Krasse ist, es bei den Round Stingrays, normalerweise hat ja so ein Stingray so einen leicht spitz zulaufenden, sehr langen Spitzenschwanz mit ein oder zwei, manchmal sogar drei Stacheln obendrauf. Hier, ich finde, die Round Stingrays sehen für mich immer aus wie so Elektro-Torpedo-Rochen, ne? Aber nichtsdestotrotz auch der Stachel hier giftig und kann einen Menschen gut ins Krankenhaus bringen. Ne? Nichts, deswegen vorsichtig beim Stachelrochen streicheln. Eyes and relaxed disposition, round rays are extremely well suited for life in an aquarium. Das sehe ich anders. Niemand ist extremely well suited for life in an aquarium. We'll often find them in touch pools like this exhibit at the... Was gucken wir uns denn hier? Was habe ich denn hier für ein Video rausgesucht? Ey, wo noch touch pools promoted werden, wo man Rochen anfassen kann. Es tut mir leid, Leute, aber vielleicht sagt sie auch noch mal irgendwann was Kluges. Sie ist ja immerhin eine Meeresbiologin. Wir sagen oft mittelkluge Sachen. The Pacific. In the wild, round stingrays strongly segregate by sex. The males prefer shallow waters, while the females almost exclusively stay in water that is at least 14 meters or 45 feet. Aha, wir haben also unterschiedliche Tiefen für Females und Males, okay. If not deeper. So it's pretty natural and fairly common for individuals like Charlotte to be housed without any males. It's also fairly... Diese ganzen Aquarienaufnahmen von irgendwelchen Eagle Rays und irgendwelchen Haien, das ist doch scheiße. For rays to be housed alongside sharks. Habe ich auch gehalten. Ich habe auch Haie mit Rochen zusammengehalten, aber habe ich nie gefürchtet, dass die beiden auch... Machen die nicht. Bums. As I mentioned, Charlotte shares the habitat with Larry and Mo, who are white-spotted bamboo sharks. Many have pointed out that sharks and rays are closely related. They are all... Das stimmt. Cartilaginous fish in the Elasmobranch subclass. Plattenkiemer. Dazu gehören natürlich auch noch die Chimären. Die darf man hier nicht vergessen. Insgesamt um und bei 1000 Arten. Ne? Also Haie, was weiß ich, 500 Arten. Dies, das, Rochen auch nochmal so viel und zwischendrin noch ein paar Chimären. Also ihr habt bei den Elasmobranchern um und bei sowas wie 1000 Arten. Since they're closely related, can they interbreed? Could Larry or Mo be the father of Charlotte's litter? Ich glaube... Nee, mir ist auch nicht Hai zu Hai. Also Hai, unterschiedliche Arten, ist mir nicht bekannt. Rochen zu Rochen, unterschiedliche Arten. Chimären sowieso nicht. Nein, es geht nicht. Es sind unterschiedliche Arten. Punkt. Unfortunately, the answer is no. And not the unlikely or probably not kind of soft no that leaves the door open for speculation. It's a no. Hard no. A slam the door shut, lock it and throw away the key kind of no. Yes, sharks and... Das mochte ich. Diese Expression hat mir sehr gut gefallen. Are closely related, about as closely related as walruses are to red pandas. Here you go, sweet pea. Or sea otters are to polar bears. They are in the same subclass, but they're in different orders, families, genuses, and species. It would be just as impossible for a round stingray and a bamboo shark to mate as it would be for a walrus and a red panda. Their anatomy simply does not match up and neither does their DNA. Ah, das sehe ich anders. Also die Anatomie würde schon passen, denn ein männlicher Bambushark hat ja auch zwei Klaspern und die werden eingeführt in die Genitalöffnung des Weibchens und das ist jetzt bei Rochen und Männchen, bei Rochen und Haien nicht besonders unterschiedlich, weil beide Arten haben zwei Klaspern hinten raushängen beim Männlichen und das Weibchen hat eine Genitalöffnung. Das würde schon gehen. Und das Krasse ist, dass Hai-Männchen, Hai-Weibchen bei der Paarung meistens an den Pektoralflossen schnappen oder hier in diesem Bereich kiemen und so weiter und etwas weiter dahinter umdrehen und dass die intonische Immobilität verfällt.
dann mit ihren zwei Klaspern eindringen. Und die Charlotte, und das habe ich überall gelesen, hatte auch auf einmal, als sie entdeckt wurde, Paarungswunden. Dann war ich schon so, das kann nicht sein, dass die Haie die Charlotte umgedreht haben und eingeklaspert haben. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Die können sich auch gestritten haben. Und Charlotte, also ich hatte das, wenn ich Haie und Rochen zusammengehalten, ich hatte auch Haie, die haben dann meine Rochen gefressen. Passiert. Schande auf mein Haupt. Man hat mich auch gezwungen, die beiden Tiere zusammenzusetzen. Weswegen ich da auch nicht mehr arbeite. Und und ein Rochen kommt mal, wenn du morgens das Licht anmachst, dann sieht er mal ramponiert aus, weil er sich mit irgendjemandem gestritten hat. Das passiert schon. Aber ey Leute, es gibt Aufnahmen. Ich habe auch eine Haidame mal fotografiert auf den Azoren. Alter Schwede. Und da habe ich wirklich gedacht, wie kannst du noch am Leben sein? Völlig zerrupft, aufgeschlitzt von den Menschen und so weiter. Und ganz viele Paarungsbisse und so weiter. Also Liebesbisse war da, ne? Aber ja. War verrückt. Okay. Even have different methods of reproduction. Round stingrays are viviparous, meaning that they give live birth, while bamboo sharks are oviparous, meaning... Ja, aber das ist ja nicht different types of, wie Sex geht, weil auch ein Rochen steckt rein, genau wie ein Hai. Dass dann hinterher der eine bekommt lebende Jungtiere und der andere bekommt lebende Jungtiere, die aus einem Ei innerhalb des Körpers schlüpfen, ja, das hat damit noch was zu tun. Aber das hat ja mit dem, ob Sex zwischen den beiden Tieren geht, erstmal nichts zu tun. Lay eggs. But if Larry and Mo aren't the fathers, then who is? The answer isn't... Der Bofrostmann. What? Charlotte became pregnant through a form of asexual reproduction known as parthenogenesis. So ist es. Parthenogenese, Jungfernzeugung. Greek for virgin creation. This is when embryos develop directly from an egg without any male fertilization. Es sind dann also Zellen innerhalb der Eizelle, die dafür sorgen, dass diese Eizelle befruchtet ist und sich daraus ein Embryo entwickelt mit rein maternaler Genetik. Das heißt, nur die mütterliche Genetik wird dann weitergegeben. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie in dem Video noch darüber spricht, welche Vorteile das hat und welche Nachteile hat. Wenn nicht, wenn sie es nicht sagt, dann sage ich es gleich noch. Instead, a female's egg fuses with a small haploid cell known as a polar body and that triggers cell division, leading to the creation of... Aber no sperma involved, liebe Männer. Also wir waren nicht beteiligt. These haploid cells are naturally produced when a female is creating an egg. And while they do play an important role in the development of an organism, they generally don't have the ability to be fertilized. Parthenogenesis is a really cool phenomenon that occurs naturally in some species, including bees, scorpions, and other invertebrates, as well as reptiles like snakes and Komodo dragons. Was ich auch so krass finde, dass einfach der Komodo Dragon sagen kann, pass auf Freunde, ich bin hier ganz alleine, ich lege mal ein paar Eier und da schlüpfen auch noch Jungtiere draus. Das finde ich so krass. Und dass das Geier können, Alter. Was ist eigentlich Phase? Und eben auch Haie. Nur können es Säugetiere? Das beantwortet ihr euch selber unten in den Kommentaren und in einem meiner nächsten Videos. Parthenogenese bei Säugern. Es wär krass. And of course it's been documented in fish, like hammerhead sharks. Allerdings nicht bei dieser Art. Also fail... Da, nicht bei dieser Art, ja, sondern bei den Bonnethead. Black-tip sharks and even white-spotted bamboo sharks like Larry and Mo. Oh, ich hätte die Chance gehabt auf Parthenogenese. Wie krass ist das denn? Das wusste ich überhaupt nicht. Verdammte Scheiße. Boah, wie... Oh, ich hätte dort länger arbeiten sollen. Es waren ja auch zwei. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich Männchen und Weibchen hatte. Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Scheiße, weiß ich nicht mehr. Ey, aber da... Oh, das wäre natürlich... Ich hatte die Chance auf Parthenogenese und who the fuck knows, von allen Fischen, die ich je gehalten habe, wer da noch Parthenogenese kann. Und vielleicht, wie ihr schon richtig schreibt, war es ja damals bei Jesus auch so. There are even some animals who reproduce exclusively through asexual means, like parthenogenesis. Examples like salamanders and geckos. Da freuen sich die ganzen Terrarioner, die auf einmal Eier finden, die befruchtet sind und wo andere Geckos rauskommen. Hast nur einen, auf einmal hast du 10. Has been documented in over 80 other species, but this is the first time it's 80 other species. Also von allen Tierarten auf der Welt, die wir kennen. Aktuell um und bei, die Zahlen sind nicht immer ganz genau. Es gibt euch nur einen Überblick. Circa 1,5 Millionen, die wir kennen. 500.000 davon alleine Käfer, ja? 6.600 Mammals, 1.000 Haie und so weiter, 30.000 Fische, 10 Süßwasser, 20 Meerwasser, so als kleinen Überblick, wissen wir bei 80 Arten Parthenogenese.
Das würde man ja eigentlich vermuten, eher so, keine Ahnung, bei einer Seegurke, bei einer Qualle, was weiß ich, irgendwie so. Aber bei Geiern, bei Haien, ich finde es schon krass. Und bei Komodo Dragons finde ich es auch krass. Findet ihr das nicht krass? Einfach mal ein Ei gelegt, dies, das, los geht's. Und auch Tiere, die ja nicht Eier legen, Tiere, die lebendige Nachkommen bekommen. Das ist schon abgefahren, oder was? Vor- und Nachteile. Erinnert mich dran, dass ich euch gleich Vor- und Nachteile davon erkläre. Recorded in round stingrays like Charlotte. And honestly, it's a shame that we're not really talking about what's happening. Ja. Instead, we're talking about this pseudoscience and... Oh, ist das ein geiler Film, Alter. Shark Ray. Den würde ich gerne gucken. Boah, Alter, check the shark nose. Der sieht ja endgeil aus. Gefällt mir. Shark Ray hybrid nonsense. If you want to learn more about parthenogenesis, I've put a bunch of links down below and you can check them out. Cool, danke. Auch wenn viel Aquaristik dabei war. Das war mir fast sogar ein bisschen zu viel Aquaristik. Also, wir halten an dieser Stelle mal fest. Charlotte ist mit Sicherheit nicht von den Bambushaien befruchtet worden. Weil das einfach nicht geht. Anatomisch wäre es möglich, aber genetisch und artübergreifend ist es nicht möglich. Es ist mit an 100% Wahrscheinlichkeit, Sicherheit so gewesen, dass sie eine Jungfernzeugung gemacht hat, dass sie einfach gesagt hat, pass auf, liebe Freunde, ich habe hier keinen Partner, es sind ganz günstige Lebensbedingungen, ich lasse mal die Eizelle sich selbst befruchten und 4 Nachkommen entstehen, die rein meine Genetik haben, lebensfähig sind, auch wieder sich befruchten könnten oder befruchtet werden könnten und einfach meine Art vermehren. Problem an der Geschichte. Oder nee, erst der Vorteil. Vorteil ist, du sorgst für die Erhaltung deiner Art. Ob jetzt Rochen, Komodo Dragon, Skorpion, Biene oder Bloodlust. Problem an der Geschichte. Sex zwischen Männchen und Weibchen hat ja in der Natur auch total viel Sinn. Nämlich die Rekombination der Gene, genetische Vielfalt, Mutationen im positiven Sinne und vielleicht dadurch genetischen Fortschritt. Ich entwickle irgendwas, was mich Survival of the Fittest, was mich dazu befähigt, besser zu überleben als jemand anders. Fortschritt, Evolution, ne, und so weiter. Das hat ja Vorteile, sich die Genetik zu rekombinieren und neue Eigenschaften zu entwickeln oder die Genetik nicht verarmen zu lassen, ne, wie bei den Cheetahs zum Beispiel, bei den, meine Güte, die Deutschen, wenn so viel Englisch ist, entschuldigt bitte, die Geparden, Bottleneck-Population und so weiter, beschäftigt euch mal damit, wenn es zu wenig Individuen einer Art gibt, dass dann die Genetik nicht mehr gut ist, dass das keine gesunde Population mehr werden kann. Der Vorteil ist, du überlebst. Du erzeugst Nachkommen, obwohl es keine Männer es gibt. Nachteil, du bist genetisch nicht divers. Du bist nicht anpassungsfähig. Du bist unter Umständen schwächer aufgestellt genetisch, Krankheiten mehr ausgeliefert oder Mutationen oder was weiß ich. Also du bist nicht so gesund aufgestellt wie bei Männchen-Weibchen-Sex. Punkt. Vorteil, Nachteil. Krass finde ich es dennoch, dass es bei Wirbeltieren wie Haien und so weiter funktioniert oder auch einem Komodo Dragon. Und ich bin gespannt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es auch bei Säugern klappt, aber who the fuck knows. Das besprechen wir in einem der nächsten Videos. Jedenfalls spannende Geschichte, große Headlines, geiles Thumbnail und eigentlich alles ganz einfach. Parthenogenese, ein Wunder der Natur. Die Natur findet einen Weg, damals wie bei Jurassic Park. Ist doch geil, oder was? Haben wir wieder was gelernt? Könnt ihr im Bio-Unterricht auftrumpfen. Weiß jemand, was Parthenogenese ist? 28 Hände hoch. Ist doch geil. Ich find's super cool. Es ist eine Wahnsinnsmöglichkeit, für den Arterhalt zu sorgen. Verrückt, ne? Ja, ihr sagt auch alle, mega geil. Bums yourself. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.